Aufpasser, Leute, herzlich willkommen bei Iron Mike Bodybuilding. Stoff einmal eins, weiter geht's mit Nandrolon. Und da wollen wir direkt mal weitermachen mit der Reihe Stoff einmal eins, und zwar das Nandrolon. Dementsprechend werden hier die Nandrolon-Abkömmlinge außer das Trenbolon behandelt. Das bekommt ein extra Video. Nandrolon ist ein anaboles androgenes Steroidhormon und ein sogenanntes C19-Steroidhormon. Ein weiteres C19-Steroidhormon ist das Testosteron. Die zwei sind eigentlich relativ gleich. Wenn man sich das chemische Schaubild anguckt, sind die komplett gleich. C19 steht für 19 Kohlenstoffatome, das sind quasi diese Stellen. Und der einzige Unterschied ist, dass Nandrolon an der C19-Position, also am 19. Kohlenstoffatom, keine Methylgruppe aufweist. Eine Methylgruppe steht hier, erklärend nochmal, dafür, für eine quasi mehratomare Verbindung, die an dieser Stelle eine chemische Eigenschaft definieren kann. Und die C19-Methylgruppen stehen in der Regel für die Aromatisierung. Das bedeutet, ja, wenn beim Testosteron an C19 eine Methylgruppe ist, bedeutet es, dass das Testosteron aromatisieren kann. Und da es beim Nandrolon an C19 nicht vorhanden ist, bedeutet das, dass das Nandrolon in der Regel nicht oder nur sehr, sehr schwach aromatisieren kann. Was wiederum als starker Vorteil angesehen wird. Deswegen wird Nandrolon auch 19-Nortestosteron genannt und gehört zu den sogenannten 19-Nor-Steroiden, wie eben zum Beispiel auch Trenbolon. Nandrolon ist viel anaboler, als es androgen ist. Hier nimmt man zum Beispiel das Testosteron als Referenz, welches relativ ausgewogen anabol und androgen ist. Deswegen hat man das mit 100:100 festgelegt und nimmt dieses als Referenz für andere Steroide. Wenn man das jetzt also nutzt, schaut man sich das Nandrolon an und dieses weist eine anabole Komponente von 125, Pi mal Daumen, auf im Vergleich zu ca. nur 35 Androgenität. Das ist ziemlich beeindruckend, denn das bedeutet im Potenzial eigentlich, dass es sehr anabole Eigenschaften hat, aber sehr wenig Potenzial auf androgene Nebenwirkungen. Und das ist ja eigentlich etwas, das sehr, sehr stark gefürchtet wird. Interessant ist hierbei noch zu sagen, dass trotz der geringen androgenen Komponente Nandrolon trotzdem sehr stark am Androgenrezeptor wirken kann. Des Weiteren hat Nandrolon eine 1,5-mal höhere Bindungsaffinität zum Androgenrezeptor, also 1,5-mal höhere als zum Beispiel Testosteron. Dies bedeutet, es kann sich wirklich sehr effektiv an den Androgenrezeptor binden, und wie wir eben gehört haben, stimuliert es ihn auch sehr, sehr stark, obwohl es selbst nur sehr wenig androgene Wirkung hat. Hieraus ergibt sich so das Wirkungspotenzial, das eigentlich auch im Sinn war, als man Nandrolon kreiert hat. Man hat nämlich hier die Möglichkeit, tatsächlich eine sehr starke Wirkung zu entfalten, was die anabole Komponente angeht, jedoch ein sehr schwaches Potenzial an androgenen Nebenwirkungen. Nandrolon ist tatsächlich natürlich vorkommend. Es entsteht als Nebenprodukt in der Testosteronsynthese im Verhältnis 50:1. Warum ist das interessant? Wenn ein Hormon oder ein Steroidhormon in uns natürlich vorkommt, können wir es leichter abbauen. Dementsprechend, wenn es exogen zugeführt wird, können wir es leichter abbauen. Das gilt natürlich nicht für Steroidhormone, die wir, oder für Hormone, die wir zu uns nehmen, die unser Körper natürlicherweise nicht so gut verarbeiten kann. Nandrolon bindet außerdem auch an den Progesteronrezeptor. Nur zu 22% im Gegensatz zu Progesteron selbst, aber deswegen wird Nandrolon unter anderem auch eine progesteronähnliche Wirkung nachgesagt. Nandrolon stimuliert die Kollagensynthese, das ist, denke ich, auch ein sehr, sehr wichtiger Fakt. Und wie wir jetzt schon gehört haben, es ist nicht so, dass Nandrolon großartig aromatisiert. Jedoch ist es schon so, dass Nandrolon mit der 5-Alpha-Reduktase reagiert. Es wird von der 5-Alpha-Reduktase heruntergespaltet in Dihydronandrolon. Dieses Dihydronandrolon ist im Gegensatz zu dem Dihydrotestosteron, das zum Beispiel bei Testosteron durch die 5-Alpha-Reduktase entsteht, nicht nur nicht androgen, sondern es hat auch noch eine unterdrückende Wirkung auf unsere androgene Aktivität. Das wird eigentlich so als Vorteil angesehen, weil man auch hierdurch wieder nicht befürchten muss, durch das DHN, das Dihydronandrolon, dass man androgene Nebenwirkungen hat. Warum das aber eventuell ein Nachteil sein kann, vor allem wenn sich Nandrolon deutlich stärker an den Androgenrezeptor bindet, als es Testosteron tut, dazu kommen wir noch.
Nandrolon hat seinen Ursprung in der Humanmedizin. Dort kam es erstmals 1960 zum Einsatz und dort vor allem postoperativ. Also hier kann man sich einfach vorstellen, wir haben hier ein Steroid, das tatsächlich dafür kreiert wurde, sehr, sehr gute muskelaufbauende Eigenschaften, also anabole Eigenschaften zu haben, ohne die in Anführungsstrichen nervigen androgene Nebenwirkungen, die ein Testosteron im Vergleich hatte, das man bis dato nur benutzt hatte. Dementsprechend hat man sich davon erhofft, dass man sehr effizient Muskeln aufbauen oder erhalten kann, während man viel weniger Nebenwirkungen zu befürchten hat als vom Testosteron. So kam es vor allem postoperativ zum Einsatz, weil auch hier tatsächlich Sachen wie Muskelschwund und so weiter an der Tagesordnung waren. Aber auch tatsächlich hauptsächlich bei Kachexie. Kachexie bedeutet pathologischer Gewichtsverlust durch degenerative Erkrankungen vor allem. Das wären zum Beispiel AIDS, Tumore, Niereninsuffizienz und so weiter und so fort. Also überall, wo man wirklich schnell verhältnismäßig sehr, sehr viel Gewicht verliert und entgegenwirken muss. Das ist übrigens einer der Hauptgründe, warum Steroide überhaupt entwickelt wurden. Und hier kam das Nandrolon natürlich hervorragend zum Einsatz. Außerdem hat man es auch schon damals, das muss man direkt sagen, gegen oder für Gelenkbeschwerden, wie auch immer, eingesetzt, um diese etwas zu lösen, weil die Kollagensynthese auch damals schon als ein sehr, sehr nützlicher Faktor erachtet wurde. Damals kam wirklich nur das Nandrolon-Decanoat zum Einsatz. Das NPP, der Kurzzeitester, das Nandrolon-Phenylpropionat, hat es nie in die Humanmedizin geschafft. Warum das so ist? Dazu können wir eigentlich direkt mal bei den Nandrolon-Formen kommen. Wir haben eben gehört, Nandrolon kennen wir als Langzeitester. Das ist das Nandrolon-Decanoat, Decansäure 10. Und dementsprechend ist das ein sehr langer Ester. Hier spricht man auch so ein bisschen umgangssprachlich von 10 Tagen. Tatsächlich ist es eher so, dass es eine Halbwertszeit von circa 8 Tagen hat. Dementsprechend ist natürlich hier, wenn wir jetzt auf die Medizin zu sprechen kommen, eine deutlich praktikablere Variante des Nandrolons zum Tragen gekommen. Denn man hatte hier den Luxus, dass nur alle 8, wenn es überhaupt 8 waren, ich denke, die haben das, so wie es beim Testosteron heute gemacht wurde, extrem ausgereizt auf deutlich mehr. Aber sagen wir mal, 8 bis 10 Tage musste es nur injiziert werden. Was natürlich ein deutlich praktikablerer Vorteil ist, im Gegensatz zu dem Nandrolon-Phenylpropionat, was man da alle 3 Tage ungefähr hätte injizieren müssen. Und deswegen wurde es vor allem aus diesem Grund eigentlich nicht in der Humanmedizin etabliert. Wenn wir jetzt aber auf das Bodybuilding zu sprechen kommen, dreht sich das Ganze ein bisschen um. Warum, fragt man sich jetzt? Eigentlich müsste man sich doch auch als Bodybuilder freuen, wenn man sich nicht so oft stechen muss, oder? Ganz richtig. Jedoch haben wir hier das Problem, dass das Nandrolon-Decanoat in dem Ruf steht, dadurch, dass es ein Langzeitester ist und tatsächlich der Wirkstoff langsamer aus dem Blut abgebaut wird, etwas zu akkumulieren. Das heißt, Wirkstoff sammelt sich an, es hat mehr Depotwirkung, dadurch auch ein klein bisschen höheres Potenzial der Aromatisierung, wenn auch nicht immer noch nicht hoch und quasi, dass man mehr Wasser zieht. Und jetzt kommt es tatsächlich. Wenn Nebenwirkungen eintreten, dauert es tatsächlich, vor allem wenn man es schon lange drin hat, weil die Depotwirkung summiert sich ja so ein bisschen, das kennen viele vom Testosteron, vor allem vom Enantat, dauert es tatsächlich viel länger, bis die Nebenwirkungen wieder abklingen. Aber warum sprechen wir von Nebenwirkungen? Es hieß doch eben, es ist so toll, weil es kaum Nebenwirkungen hat. Zu Nebenwirkungen kommen wir gleich noch. Deswegen ist tatsächlich das Nandrolon-Phenylpropionat im Bodybuilding das absolut praktikabelste. Hier hat man weniger Wirkstoffakkumulierung, es wird viel schneller aus dem Blut abgebaut, du hast weniger Gefahr tatsächlich auf dieses bisschen Aromatisieren, das stattfinden könnte, und vor allem, solltest du irgendwelche Nebenwirkungen haben, sind die dann nach 2, 3, 4 Tagen auch wirklich weg und nicht nach 10 Tage plus, was einen deutlichen Vorteil bedeuten kann, wenn wir uns gleich die Nebenwirkungen anhören werden. Wirkung und Nebenwirkung von Nandrolon. Wir haben eben, glaube ich, schon genug darüber gehört, wie die Wirkung von Nandrolon aussehen kann, also im positiven Sinne. Dementsprechend, es liegt auf der Hand, aber ich sage es nochmal, die Indikation oder die Idee dahinter war, ein Steroid zu kreieren, das tatsächlich höheres Muskelaufbaupotenzial hat, ohne die Nebenwirkung, die ein Testosteron durch die DHT-Produktion hat. So. Das ist in diesem Sinne auch gelungen. Deswegen liegen hier die Vorteile auf der Hand. Für Muskelaufbau ist es tatsächlich ein hervorragendes Steroid, muss man sagen. Denn du hast hier eine sehr hohe anabole Komponente bei vergleichsweise niedriger androgener Nebenwirkungsrate. Das ist natürlich schon mal sehr, sehr gut. Interessant auch hier der Nebeneffekt der positiven Wirkung auf die Kollagensynthese. Das heißt, es kann auch heilend auf die Gelenke wirken. Vor allem bei großer Belastung in einem Aufbau und so weiter gar nicht schlecht. Tatsächlich eine sehr, sehr nützliche Sache. Das heißt, hier liegen die Vorteile auf der Hand. Und jetzt wird es vielleicht interessant, wenn wir darüber sprechen, was sind denn die Nebenwirkungen davon? Punkt 1. Hier muss man es wie bei allen Steroiden eigentlich sagen, ja, Nandrolon ist suppressiv. Das bedeutet, wenn du Nandrolon nimmst, stellt dein Körper seine eigene Produktion von Testosteron ein. Er nimmt dann dieses 19-Nortestosteron als gegeben. Das heißt, es gibt ihm genug, um das Signal zu haben, du, ich brauche nichts mehr produzieren.
Das ist jetzt also dein vorherrschendes Steroidhormon, von dem du versorgt wirst. Und das ist eigentlich auch schon so ein bisschen der Haken, denn jetzt kommen wir zu einer weiteren Nebenwirkung und die finde ich doch schon sehr gravierend, denn du produzierst kein DHT mehr, also kein Dihydrotestosteron. Warum ist das schlimm? Wir haben doch eben gehört, ah geil, kein Dihydrotestosteron, keine Nebenwirkung. Naja, Dihydrotestosteron ist eigentlich für so ziemlich alle, auch positiven Wirkungen, die wir so kennen, verantwortlich vom Testosteron, mitunter. Eben auch sowas wie Kraft, Stimmung, also auch dieses Selbstbewusstseinsding, dieses Stimmungsbarometer, aber eben auch... Na, kommen wir mal auf den Punkt, die Potenz, die Libido und so weiter und so fort. Und es gibt noch viele andere, aber wir bleiben mal hier stehen, denn hier wird's interessant. Stichwort Dekadic. Wenn du Nandrolon als vorherrschendes Steroidhormon hast, wirst du kein ausreichendes DHT mehr produzieren. Die Folge ist Libidoverlust und die Potenz geht runter. Der sogenannte Dekadic setzt ein. Und genau da ist das Problem an der ganzen Sache. Das bedeutet, dass die Hydronandrolon, das von der 5-Alpha-Reduktase kreiert wird, das wiederum liefert dir kein DHT, sondern unterdrückt sogar noch die androgene Aktivität in dir. Dementsprechend hast du dahingehend eine völlige Flaute. Und das ist natürlich schon ein großes Problem. Man freut sich hier zwar darüber, dass Nandrolon quasi kaum aromatisiert, aber auf der anderen Seite reagiert es sehr wohl mit der 5-Alpha-Reduktase und dadurch hast du dieses Problem des Dekadics. Jetzt hat man sich natürlich gedacht, einfach wie es ist und schlau wie man ist, sorgt man hier einfach dafür, dass der Körper einfach Testosteron bekommt. Dementsprechend gibt man Testosteron hinzu, damit wieder DHT produziert werden kann. Dann hat man aber gehört, hey, na, Nandrolon 1,5 mal mehr Bindungsaffinität als Testosteron am Androgenrezeptor. Also nehmen wir, und ich glaube wirklich, dass diese Formel daherkommt, also nehmen wir locker mal 1,5 mal so viel Testosteron wie Nandrolon. Und dann sollte das doch ausreichen, dass genug davon am Androgenrezeptor landet, damit wir wieder eigenes DHT produzieren. Ist das die Lösung? Ist das klug? Darüber hören wir gleich mehr. Und zwar bei der nächsten Nebenwirkung, Gynäkomastie. Nandrolon und Gynäkomastie. Tatsächlich hört man immer wieder, dass man auf Nandrolon-Derivaten auch das Risiko einer Gynäkomastie hat. Und zwar ein sehr, sehr hohes. Und zwar nicht nur einer östrogenbedingten Gynäkomastie, sondern davon wird oft berichtet, eben auch von einer prolaktinbedingten Gynäkomastie, bei der tatsächlich auch eine Laktation stattfindet. Das bedeutet, die Brustwarzen jucken nicht nur und wachsen, sondern es kommt auch so ein ekelhaftes, dunkles Sekret raus, das quasi die Milchdrüsen produziert. So wie es bei der Frau dann die Milch gewesen wäre, ist es bei dir dann halt das. Und das ist alles andere als schön. Demnach müsste man also vermuten, Nandrolon-Derivate fördern die Produktion von Prolaktin. Oder? Weil nur so kann ja diese prolaktinbedingte Gynäkomastie zustande kommen. Und schauen wir uns doch mal Prolaktin genau an und was es eigentlich in der Interaktion mit Nandrolon für Beweise gibt. Prolaktin ist ein Peptidhormon, das in der Hirnanhangsdrüse produziert wird. Wichtig ist es vor allem bei Frauen, denn da wird es in der Stillezeit oder gegen Ende der Schwangerschaft produziert, damit sie Muttermilch geben können. Stichwort Laktation. Bei einem Mann wird Prolaktin zum Beispiel beim Geschlechtsverkehr kurz vorm Orgasmus oder während dem Orgasmus ausgeschüttet und hat dann im Nachgang zur Folge, dass die Libido runterfährt und die Potenz nachlässt. Hohe Prolaktinspiegel über längere Zeit können bei einem Mann jedoch dafür sorgen, dass die Gonadotropine unterdrückt werden. Das heißt LH und FSH und die wiederum sorgen ja dafür, dass was? Genau, dass deine Hoden das Signal bekommen, dass sie zum ersten Testosteron produzieren und zum zweiten Spermien. Bedeutet also hier im Umkehrschluss, dass hohe Prolaktin-Level dafür sorgen können, dass bei einem Mann ein sogenannter Hypogonadismus eintritt. Das bedeutet, dass sowohl Libido als auch tatsächlich Potenz und so weiter flöten gehen. Weiterhin ist Prolaktin bei einem Mann dazu in der Lage, vor allem in, also wirklich vor allem in Kombination mit hohem Östrogen, bei einer Gynäkomastie, die sogenannte Laktation, die wir gerade beschrieben haben, wirklich herbeizuführen. Das heißt, diese Horrorvorstellung passiert dann in der Regel in einer hohen Kombination aus Östrogen und Prolaktin. Was die Evidenz angeht, ist es bis heute aber absolut unklar, ob Prolaktin direkt das Brustdrüsengewebe zum Wachsen anregt. So wurden zum Beispiel bei männlichen Gynäkomastien eigentlich kaum oder nie Aktivitäten vom Prolaktinrezeptor in der Brust festgestellt. Interessante Beobachtungen wurden hier zum Beispiel in einem Paper von 2009 gemacht. Dort ging es um Laborratten, denen DK verabreicht wurde. Daraufhin hat man festgestellt, dass Gene aktiviert wurden, die in der Hirnanhangsdrüse für die Prolaktinproduktion sorgen. Etwas widersprüchlich hierzu war eine Untersuchung an Patienten mit einer Nierenerkrankung. Denen wurde DK zusammen mit Testosteron Enantat gegeben. Interessanterweise wurde vor allem während der DK-Einnahme eher ein reduziertes Prolaktinlevel festgestellt. Erst nach der DK-Einnahme oder
In Kombination mit dem Testosteron stiegen die Level an. Dementsprechend ist hier zum Abschluss zu sagen, dass Prolaktin wohl vor allem in der Kombination mit Östrogen wohl das Potenzial birgt, eine Gynäkomastie auszulösen, inklusive Laktation, jedoch eigentlich gar nicht klar erforscht ist, ob Nandrolon selbst, beziehungsweise ich würde sogar sagen, es ist äußerst zweifelhaft, dass Nandrolon selbst das Prolaktin so stark stimulieren kann, dass es dazu kommt. Deswegen müssen wir uns vielleicht noch ein anderes Hormon angucken, das immer im Zusammenhang mit Nandrolon genannt wird, und das haben wir heute hier auch schon genannt, das ist Progesteron. Denn, wie wir gehört haben, stimuliert tatsächlich oder bindet Nandrolon auch am Progesteronrezeptor. Zwar nur zu 22% im Vergleich zu Progesteron selbst, jedoch hat es deswegen eine sogenannte progesteronartige Wirkung. Progesteron ist ein vor allem bei Frauen wichtiges Steroidhormon, Stichwort Menstruationszyklus und Schwangerschaft und so weiter. Bei Männern wirkt es vor allem auf das Gehirn. Progesteron reguliert die Produktion des Deckgewebes der Brustdrüsen bei Frauen. Das umfasst auch die Milchkanäle, jedoch nicht das Brustdrüsengewebe selbst. Zwar deuten Studien darauf hin, dass Progesteron die Östrogenwirkung auf das Brustdrüsengewebe noch verstärken kann, jedoch gibt es wiederum auch Studien, in denen gezeigt wurde, dass eine hohe Dosierung von Progesteron an Menschen in Kombination mit 100 Milligramm Testosteron Enanthat eher dazu geführt hat, dass das Ganze positive Effekte hatte und man innerhalb von 6 Monaten nicht eine einzige Gynäkomastie feststellen konnte. So, diese doch widersprüchlichen Aussagen, die man hier gerade gehört hat, was die Evidenz angeht, habe ich euch tatsächlich mit voller Absicht um die Ohren geworfen. Nämlich, um euch nochmal ganz klein ein Bild zu geben, es ist eben noch nicht alles zu 100% erforscht und man kann auch nicht zu 100% sagen, warum das so ist. Ne? Zumindest sagt das die Evidenz. Man kann also nicht zu 100% sagen, Nandrolon fördert immer die Prolaktinproduktion. Man kann auch nicht zu 100% sagen, dass die progesteronähnliche Wirkung irgendwas mit der Gynäkomastiebildung zu tun hat. Tatsächlich gibt es hier einen gemeinsamen Nenner, der interessant ist, meiner Meinung nach. Und zwar hatten wir zwar bei der Progesterongeschichte in Kombination mit Testosteron-Enanthat keine einzige Gynäkomastie innerhalb von 6 Monaten, jedoch finde ich persönlich die Verabreichung von 100 Milligramm die Woche alles andere als repräsentativ für das, was normalerweise im Bodybuilding zum Tragen kommt. Jetzt schauen wir auf die andere Seite und schauen uns nochmal die Prolaktin-Geschichte an. Dort wurde sehr wohl beobachtet, dass abgesehen davon, dass wohl irgendwie die Nandrolon-Gabe bei Ratten dazu geführt hat, dass das Gen tatsächlich hochgegangen ist, das in der Hirnanhangsdrüse für Prolaktin sorgt. Aber abgesehen davon wurde vor allem beobachtet, dass eben in der Kombination mit Testosteron das Prolaktin angestiegen ist. Und ich denke, hier haben wir den gemeinsamen Nenner, der sehr, sehr wichtig ist. Und das ist ein relativ logischer Schluss, den ihr auch selbst ziehen könnt, wenn ihr euch die ganze Evidenz oder auch das ganze Video bisher angeschaut habt. Woher kommt eine Gynäkomastie auf Nandrolon-Derivaten? So wie wir sagen können, tatsächlich bisher eher nicht vom Nandrolon selbst, sondern die logische Konsequenz erkläre ich euch jetzt. Es ist die Kombination mit dem Testosteron. Wie kommt es dazu? Relativ einfach. Wir haben eben gehört, dass, um das DHT zu ersetzen, also mit bester Absicht, das Testosteron in der Regel bis zu 1,5 mal höher dosiert wird als das Nandrolon selbst. Gut, soweit so gut. Jetzt wissen wir aber, dass Nandrolon eben eine sehr starke Bindungsaffinität zum Androgenrezeptor hat. Das bedeutet, Nandrolon vereinnahmt ihn eigentlich komplett und lässt das Testosteron, das sehr, sehr hoch dosiert ist, kaum dort andocken. Jetzt ist es ja so, dass wir immer noch wissen, dass das Testosteron dann nur zu einem geringen Anteil zu DHT verarbeitet werden kann, weil es nicht wirklich dort andockt, ist ja nicht schlimm, oder? Naja, das Testosteron kann im Gegensatz zum Nandrolon sehr wohl zu Östrogen verarbeitet werden. Dementsprechend ist zur Folge, oder ist wirklich das, was passiert eigentlich, ein sehr hoher Östrogengehalt oder ein sehr hohes Östrogenpotenzial durch das viele Testosteron, das nicht andocken kann. Und hier ergeben sich tatsächlich sehr, sehr viel, oder hier ergibt sich sehr, sehr viel Raum für Nebenwirkungen. Denn wenn wir ein hohes Östrogenpotenzial haben, haben wir natürlich die Gefahr auf eine Gynäkomastie. Und jetzt wird es wirklich interessant, was die progesteronähnliche Wirkung angeht, was wir eben gehört haben. Denn wir haben eben gehört, dass diese progesteronähnliche Wirkung tatsächlich unterstützend sein kann für das Östrogen bei der Wirkung auf das Wachstum des Brustdrüsengewebes. Und hier haben wir schon den ersten Salat, der sich tatsächlich hier sehr, sehr gut zusammenmischt. Das ist absolut ungünstig, denn das hier potenziert definitiv schon mal neben dem hohen Östrogen eine Gynäkomastie. Wenn wir uns jetzt noch
die etwas strittigere Geschichte von dem Nandrolon oder generell dem Nandrolon-Verhältnis zu Prolaktin anschauen, könnte man also sagen, es muss nicht unbedingt sein, dass hierdurch auch noch mehr Prolaktin entsteht. Wenn man aber hier noch wirklich die Evidenz zu Rate zieht, dass es wohl so ist, dass beobachtet wurde, dass vor allem mit Testosteron zusammen das Prolaktin steigt, wenn Nandrolon eingenommen wird, haben wir hier noch die Kombination, die eine Prolaktin-Gynäkomastie ja, zur Folge haben könnte. Dementsprechend möchte ich hier eigentlich Folgendes sagen, dass eher das Problem ist, dass das Testosteron, das zu hoch dosiert ist, nicht andocken kann und dadurch Nebenwirkungen verursacht, die absolut unschön sind, wie zum Beispiel auch Gynäkomastie oder eben logischerweise auch eine Wassereinlagerung, die dann natürlich erhöht ist durch das Östrogen und so weiter. Das ist eigentlich das Problem. Möchte ich jetzt dazu sagen, dass Deka oder generell Nandrolon zu Unrecht den Ruf hat, so viel Wasser zu ziehen und dass es tatsächlich nur an diesem, möchte ich jetzt sagen, falschen Verhältnis liegt, das gerne kommuniziert wird? Zum Großteil schon. Denn wenn das Verhältnis eben nicht so angegangen wird, dann ist das nicht der Fall. Und natürlich bleibt jetzt die Frage offen, okay, was mache ich dann mit meinem DHT-Haushalt? Aber das kann man selbstverständlich noch klären, denn dazu kommen wir noch beim Thema Stack. Einfache Sache, ich kann so viel jetzt schon mal verraten. Wenn du ein Testosteron hinzusteckst, damit du erwartest, dass es ein DHT daraus bildet, das DHT aber auch nicht gebildet wird, weil das Testosteron nicht an den Rezeptor kommt, warum nimmst du dann nicht ein DHT, das direkt an den Rezeptor kommt und das dein DHT bereitstellt? Das ist eigentlich schon die ganze Lösung. Warum wird das nicht gemacht? Naja, weil die Leute in der Regel der Meinung sind, je mehr Sachen ich nehme, desto schlimmer ist es. Der eigentliche Sinn eines guten Stacks ist es aber eigentlich, die einzelnen Komponenten in einer Dosierung zu lassen, die möglichst nebenwirkungsarm sind und zusammen eine höhere Wirkung zu potenzieren, die dir begünstigend wirkt. Und das ist genau das Ding, das ist ein Paradebeispiel dafür. Und hier noch abschließend zu den Nebenwirkungen. Ja, wir haben es eben gehört, tatsächlich ergibt sich daraus auch eine Nebenwirkung, die Deka oder generell Nandrolon-Derivaten, auch NPP, immer nachgesagt wird. Und das ist Wasser, Wasser halten. Das, denke ich, kommt hauptsächlich davon. Selbstverständlich tritt hier vielleicht bei Deka noch ein bisschen in Kraft, dass der Wirkstoff mehr akkumuliert. Das mag alles sein. Jedoch ist das, denke ich, einer der Hauptgründe dafür. Dazu noch interessant, Bluthochdruck auf Nandrolon-Derivaten. Das ist durch die Hämatopoese, also die erhöhte Blutbildung. Das ist etwas, das sollte man nicht unterschätzen. Hier ist es wichtig, wie man sich ernährt zum Beispiel, wie man sich bewegt, mach viel Sport, sei aktiv, mach auch dein Cardio und so weiter. Denn sonst ist das tatsächlich ein Indikator für langfristig gesehen Nierenschäden oder auch Herzprobleme. Schließlich und endlich kommen wir zur Dosierung von Nandrolon-Derivaten. Und hier möchte ich einfach mal zum Beispiel bei Frauen anfangen. Und hier gibt es etwas ganz Wichtiges zu sagen. Wir haben eben gehört, Nandrolon ist verdammt wenig androgen, aber sehr anabol. Natürlich werden Frauen hier hellhörig, denn für sie scheint es erstmal als das optimale Steroid zu sein, ohne Virilisierungserscheinungen, also Vermännlichungserscheinungen zu erfahren. Jedoch muss man hier Halt machen. Wer genau zugehört hat, der hat gehört, es bindet sehr stark an den Androgenrezeptor und stimuliert ihn auch sehr stark dafür, dass es sehr schwach androgen ist. Und hierzu muss man einfach sagen, bei Frauen reicht das vollkommen aus, um Vermännlichungserscheinungen herbeizuführen. Dementsprechend ist es schon so, dass es bei Frauen sehr stark zum Tragen kommt. Jedoch muss man hier wirklich damit rechnen, dass diese Vermännlichungserscheinungen eintreten. In der Regel tun sie das auch früher oder später, manchmal sogar relativ schnell. Die Dosierung, die hierzu notwendig ist, ist unfassbar niedrig. Während bei Männern zum Beispiel eine Dosierung von 50 bis 100 Milligramm gar nicht mal in Frage käme, wahrscheinlich sogar zu wenig zur Kollagensynthese, ist das bei Frauen so 50 bis 100 Milligramm ist schon sehr hoch angesehen, sehr wirkungsvoll angesehen. Tatsächlich wird selten über 100 Milligramm genommen und ja, auch hier wird diese Virilisierungsgeschichte wirklich schon interessant, beziehungsweise kann wirklich und wird wahrscheinlich eintreffen. Weswegen natürlich bei Frauen vor allem das NPP das Mittel der Wahl ist. Wenn zum Beispiel Frauen jetzt einen Deka nehmen in dieser Dosierung und erfahren Vermännlichungserscheinungen, dann dauert es eben sehr, sehr lange, bis der Wirkstoff aus dem Blut verschwunden ist und tatsächlich könnten die dann schon im schlimmsten Fall irreversibel sein. Beim NPP ist es so, es wird schneller aus dem Blut abgebaut und die unschönen Nebenwirkungen können vielleicht noch abgewendet werden. Bei Männern müssen wir hier tatsächlich so zwei Kategorien unterscheiden. Und zwar geht es hier bei so 1 bis 200 Milligramm die Woche und das rein tatsächlich für den Gelenkschutz. Das kommt oft vor, das sieht man in manchen Stacks. Da fragt man sich zum Beispiel, okay, warum hat denn der jetzt 1 bis 200 Milligramm Nandrolon drin? Was will denn der damit? NPP oder Deka oder was weiß ich? Ist tatsächlich gar nicht so stark anabol gemeint, obwohl diese Komponente sicherlich im richtigen Stack noch ein bisschen was dazu tut. Aber hier geht es tatsächlich eher
nur um die Kollagensynthese. Das ist dann quasi als Gelenkunterstützung gedacht oder zum Heilen der Gelenke. Eine Kollagensynthese ist nicht zu unterschätzen. Es kann tatsächlich etwas dazu beitragen. Natürlich, wenn du irgendetwas hast, das Gelenk die ganze Zeit schädigt, wird das davon nicht weggehen. Das heißt, da musst du die Biomechanik einfach abchecken und dir dahingehend die Ursache raussuchen und die beheben. Das ist ganz wichtig. Aber auch bei Männern hier zu sagen, wird immer das Nandrolon-Phenylpropionat, also der Kurzzeitester, bevorzugt. Denn der ist auch hier, Angst vor dem Dekadick, Gynäkomastie und so weiter und so fort, einfach viel schneller wieder aus dem Blut, sollte irgendwas schief gehen. Die Dosierung liegt hier zum Beispiel, wenn man jetzt nicht mehr auf die reine Kollagensynthese geht, sondern auch auf Muskelaufbau, bei 300 Milligramm die Woche aufwärts. Da kommen 4, 5, 6, 700 oder auch mehr zum Tragen. In der Regel geht es so bei 350 Milligramm los. Das ist, finde ich, auch vor allem in der Kombination im Stack ein sehr guter Sweet Spot. Und du hast davon vergleichsweise wenig Nebenwirkungen. Verabreicht wird zum Beispiel ein Nandrolon-Phenylpropionat in der Praxis alle 2 Tage, obwohl es rein von der Halbwertszeit auch alle 3 Tage ausreichen würde. Kommt überhaupt noch Deka zum Einsatz? Eigentlich so gut wie gar nicht. Wenn überhaupt, dann eher wirklich in dieser Gelenkgeschichte. Da nimmt man dann manchmal Deka einfach aus Bequemlichkeit. Aber in einem wirklichen Stack, in dem das Nandrolon seine anabole Wirkung entfalten soll, kommt eigentlich vor allem aus Angst vor dem Dekadick. Das muss man einfach ganz klar sagen. Aus Angst vor dem Dekadick eigentlich kein Deka mehr zum Einsatz. Man möchte hier ein NPP nehmen, denn es ist früher wieder raus. Deka wird in der Regel alle 5 bis 7 Tage injiziert, wenn es denn zum Einsatz kommt. Die Dosierung erfolgt hier relativ ähnlich wie beim NPP. Kurzer Abschnitt noch, die Stacks. Also wie sollte man jetzt tatsächlich in der Anwendung ein Nandrolon oder ein NPP, bleiben wir beim NPP, anständig einsetzen. Wir haben eben im Abschnitt der Nebenwirkungen sehr, sehr viel darüber gehört, was man falsch machen könnte. Hier wäre zum Beispiel die erste Überlegung wirklich zu sagen, du willst also einen Stack und du willst keine Nebenwirkungen, weil du kein DHT hast, knall dir viel Testosteron rein. Wir haben eben gehört, das ist nicht der Ausweg. Dann nimmst du einfach wenig Testosteron und hast kein DHT oder was? Nee, ich habe es ja schon angedeutet. Tatsächlich ist der ideale Stack und der absolute No-Brainer, der immer funktionieren wird, wunderbar für den Aufbau, geringes Nebenwirkungspotenzial, das ist keine Empfehlung, ist halt einfach eine Tatsache, ist eine Kombination aus einem Testosteron in einer vergleichsweise niedrigen Dosierung zusammen mit einem Nandrolon, NPP zum Beispiel, in einer höheren Dosierung. Hier zum Beispiel 250 Milligramm Testosteron, 350 bis 400 Milligramm Nandrolon plus ein DHT. Hier im besten Fall ein vergleichsweise harmloses Primobolan wäre natürlich interessant. Ich persönlich bevorzuge bei sowas einfach Drostanolon, auch wegen der diuretischen Wirkung, auch weil es, finde ich, ein im Nutzen-Nebenwirkungsverhältnis sehr nützliches und starkes DHT ist. Du hast vergleichsweise außer dem typischen DHT-bedingten Haarausfall, der kommen kann. Ich bin bisher noch verschont geblieben, aber kann natürlich kommen. Aber außerdem hast du nichts Gravierendes in einer kleinen Dosierung zu befürchten. Deswegen ist hier ein sehr, sehr gängiger Stack, der eigentlich gefahren wird, ist zum Beispiel ein Testosteron-Propionat von mir aus, zusammen mit einem NPP, das kann man dann auch zusammen alle 2 Tage, und das zusammen mit einem Drostanolon-Propionat. Das alles zum Beispiel alle 2 Tage. Du hast dir alle Komponenten gegeben, du hast eine gute Basis mit dem Testosteron, die anabol und androgen ist, du hast eine erhöhte anabole Tätigkeit durch das Nandrolon und du hast dein DHT substituiert durch das Drostanolon und kannst dadurch optimal profitieren. Und man muss wirklich sagen, bei vergleichsweise geringem Nebenwirkungspotenzial. Kurzer Abschnitt dazu, könnte man Nandrolon nicht einfach only nehmen? Wir haben eben gehört, da es dein DHT unterdrückt, ist es in der Theorie nicht das Klügste. Interessanterweise kommt es aber sehr, sehr oft als Nandrolon-only zum Einsatz und die Leute beklagen so etwas tatsächlich nicht. Woran liegt das? Meistens, das muss man ganz klar sagen, meistens klappt Nandrolon-only bei den Leuten, die vorher sehr, sehr lange Testosteron genommen haben. Das bedeutet, sie haben immer noch eine Depotwirkung des Testosterons, die gar nicht so zu unterschätzen ist. Die geht teilweise sehr, sehr lang. Ich erinnere mich damals, nach dem Wettkampf habe ich einen Mexiko-Urlaub gemacht, der ging über 3 Wochen. Ich habe nichts mitgenommen, ich war die ganze Zeit, als wäre nichts gewesen. Also das dauert tatsächlich noch eine ganze Weile. Und wenn du dann das Nandrolon nimmst, dann überspielt das Ganze noch ein bisschen. Das ist das Erste, was funktionieren kann. Und tatsächlich gibt es aber auch immer wieder Leute, die davon berichten, dass sie Nandrolon-only einfach auch sehr weit weg von Testosteron noch sehr wirkungsvoll eingenommen haben, ohne irgendwelche Libido-Probleme. Das ist wirklich ein sehr interessanter Beweis dafür, dass die Praxis oft komplett anders aussieht als die Theorie. In der Regel kann man aber schon sagen, dass Nandrolon-only ein sehr hohes Potenzial an Nebenwirkungen in Bezug auf DHT-Verlust birgt. Eben das alles, was ich vorhin aufgezählt habe.
Wäre es jetzt vielleicht möglich zu sagen, man nimmt ein Nandrolon nur mit einem DHT und ohne ein Testosteron? Tatsächlich schon. Tatsächlich wäre das wahrscheinlich die praktikablere Variante, die man hier fahren könnte, und das sollte auch ohne Probleme funktionieren. Wie gesagt, man darf hier nicht vergessen, man stört hier trotzdem den Hormonhaushalt des Körpers, und das Testosteron tut sicherlich noch vieles oder hat andere Interaktionen mit anderen Hormonen, die man vom Nandrolon wahrscheinlich so nicht erwarten kann. Deswegen kann man das erstmal so gar nicht sagen. Aber für eine kurze Zeit ist das wohl ein Bild oder ist das wohl ein Experiment, das funktionieren könnte. Ich persönlich finde aber vor allem, wenn man die Muskelaufbaukomponente im Auge behält und da man einfach sehr sagen kann, wenn das Ganze insgesamt sehr gut strukturiert ist, ist die Kombination dieser drei dahingehend wirklich das, ich sage es mal ganz vorsichtig, steinigt mich nicht, sicherste an Kombination, was man dahingehend fahren kann. Und damit sollte man sich tatsächlich auch am allerbesten fühlen. Das war's schon wieder mit dem Stoff 1x1, und zwar heute Nandrolon. Ihr könnt euch vorstellen, dass mit Sicherheit bald auch Trenbolon dran ist, und schreibt mal gerne noch in die Kommentare, was ihr noch von dieser wunderbaren Reihe haben wollt, die jetzt endlich weitergegangen ist. Dementsprechend haut die Vorschläge in die Kommentare. Lasst mir bitte eure Meinungen dazu da. Ne, das, was ich da gesagt habe, habt ihr das schon mal gehört? Ist euch das völlig fremd oder sagt ihr völliger Quatsch? Oder schreibt irgendwas, wenn es hilfreich war, schreibt es in die Kommentare. Lasst mir gerne ein Abo auf dem Kanal da. Ich würde mich unglaublich über eure Unterstützung freuen. Dann kommt natürlich auch noch mehr von diesem Content. Ich weiß, diese Reihe ist eine der beliebtesten auf meinem kompletten Kanal. Und ich habe jetzt auch wieder sehr, sehr viel Zeit eingeplant, um dafür zu recherchieren. Dementsprechend gebt mir bitte ein bisschen Liebe dafür und dann hauen wir das weiter raus. In diesem Sinne, ja, wir sehen uns das nächste Mal bei Iron Mike Bodybuilding. You fucking fight back. Oh, will you fucking fight back?